Hallo und herzlich willkommen hier zu einer letzten Folge von Scrap Mechanic. Ja, wie ihr seht, gab es ein riesiges Update. Wir können in den Weltraum, wir können Raumschiffe fliegen, wir können handeln. Also, Scrap Mechanic handelt nicht mehr vom Bauen. Ja, wir fliegen jetzt einfach nur ein Raumschiff, natürlich mit dem Robin. Hi, hi. Ja, nein, willst du vielleicht erzählen, warum wir leider keine letzte Folge Scrap Mechanic aufnehmen können? Ja, also, das liegt daran, wir wollten die gerade aufnehmen, aber da ist uns aufgefallen, dass es scheinbar einen Bug gibt und man kann nicht mehr gemeinsam auf eine Map joinen, weil es dann abstürzt. Es stürzt auch so zwischendurch wohl ab. Also ich hatte es auch, als ich alleine auf der Map war, dass es da zwischendurch abgeschmiert ist. Aber ja, also man kommt nicht mehr mit zwei Spielern auf eine Karte. Und ja, wir wollten natürlich gerne euch den Flug unseres Fluggerätes zeigen. Und das kann man ja nur zu zweit fliegen. So haben wir es ja gebaut. Also wird das leider nichts. Sobald es dann natürlich ein Update gibt, liefern wir diese letzte Folge mit dem Flugzeugfliegen natürlich noch nach. Ne? Dass ihr seht, wie das Ding fliegt. Weil wir haben das schon mal ausprobiert. Das funktioniert eigentlich echt super. Und das würde ich euch auf jeden Fall gerne noch zeigen. Fände ich cool. Ja, aber damit ihr heute wenigstens irgendwas seht, haben wir uns mal eben schnell für Elite entschieden. Denn Elite folgt auf Scrap Mechanic. Target Shields offline. Warning. Wenn Scrap Mechanic durch ist, fangen wir mit Elite an. Das werdet ihr dann wahrscheinlich auch nächste Woche sehen, die erste Folge. Deswegen erzählen wir hier jetzt auch noch nicht groß was zu Elite und machen auch noch nichts besonders. Ja. Nichts, was auf die erste Folge hinweist, auf jeden Fall. Wir wollen euch ja nicht spoilern. Sondern wir werden jetzt einfach so ein paar grundlegende Funktionen vom Spiel setzen. Wir werden zum Beispiel uns ein paar der Signalquellen angucken und ein bisschen kämpfen und so. Und ich kaufe mir Medikamente. Es ist quasi, also ihr seht gerade aus meiner Sicht, ihr bekommt quasi gerade exklusiv Einblick, das ist quasi der Trailer zum neuen Let's Play. Genau, Folge 0. Der Grund, warum wir dieses Let's Play starten, ist wegen dem neuen Update hier, dem Engineers Update. Dazu sagen wir, wie Robin schon gesagt hat, aber nichts. Dafür ist ja die erste Folge schon da, die auch schon abgedreht wurde. Das ist jetzt einfach nur Ersatz und Entschädigung dafür, dass Scrap Mechanic nicht mehr läuft. Leider, dass wir es heute nicht aufnehmen können und dafür die letzte Folge dann leider futsch ist. Dafür nehmen wir dann jetzt halt das hier als Folgenersatz und hoffen mal, es klappt. Jo. Aber ansonsten. Ja, Hamilton Gateway. Ich spring gleich bei Hamilton Gateway raus, dann werde ich mir meine Medikamente holen und dann bin ich wieder unterwegs. Nice. Ich bin schon auf unter 0,3 Lichtsekunden dran. Ja, ich hatte gerade schon das erste Feuergefecht gehabt mit einem, aber der ist geflüchtet. Oha, der ist geflüchtet. Ja, der ist ja auch ziemlich gruselig. Ja, mit so einer Anaconda weißt du Bescheid. Aber der Vulture, der konnte echt erstaunlich wenig. Nur an der Sonne zu kämpfen mit dem Riesenschiff hier ist echt kacke wegen der Hitze. Naja. Ach so! Ja! Front, Elite ist abgestürzt. Echt jetzt? Und hier steht, Commander Castian wurde zerstört. Nein! Steht in meinem Dings. Join mal schnell wieder. Ich joine. Weil wenn du schnell genug joinst, wird ja unsere Gruppe wiederhergestellt. Ey, wenn das jetzt... Ich äußere mich noch nicht dazu. Ich sage einfach jetzt nichts. Vielleicht steht das da ja auch einfach immer, wenn du ausgelockt bist. Ja, okay. Dann hat er doch hier left the game, oder nicht? Da, jetzt bist du wieder da. Da steht jetzt null Schilde, null Panzerung und dein Name. Kannst du schon was sehen? Nee, ich bin noch bei Elite Dangerous Horizons jetzt gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich Landefreigabe? Start, 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 so, Start. Auf ein Spiel. Ich hab Landefreigabe. Okay, ich hatte schon wieder vergessen, ob ich Landeerlaubnis eingeholt habe oder nicht. Das kann teuer werden, Leute. Ja, das kann echt teuer werden. Immer schön Landeerlaubnis holen. Okay, so. Mein Schiff ist noch ganz.
Das ist doch gut, aber wir sind nicht mehr in einem Geschwader. Oh, Gott sei Dank, ich hätte auch einen leichten Tobsuchtsanfall, glaube ich, bekommen, wenn das jetzt kaputt gegangen wäre, für nix. Ich glaube, das steht da dann einfach immer, wenn du plötzlich rausfliegst, dass du zerstört wurdest. Wahrscheinlich gibt's dafür keine extra Meldung. Ich hab dir eine Geschwadereinladung geschickt, ne? Frameshift drive, ja, ich hab's charging. Gesehen. Ich geh mal eben kurz einkaufen. So. Beziehungsweise mein Warenmarkt lädt noch. Engage. Solange Robin dann jetzt noch schön am Kaufen ist, werden wir uns weiter Signalquellen suchen. Denn die brauchen wir auch für eine bestimmte Sache, die aber auch in der ersten Folge Elite dann des Let's Plays erklärt wird. Deswegen sagen wir dazu nichts. Wir werden einfach heute nur Kopfgeld jagen, sammeln, suchen, gewinnen, genau. Verdienen. 12 allgemeine und 4 fortschrittliche Medikamente. Warenmarkt. Ja. Aber ich muss sagen, also wer Bock auf das Spiel hat oder so, wer Spaß an so Raumsimulationen hat, dem kann ich das Spiel auf jeden Fall ans Herz legen. Der wird da vollends erfüllt werden mit. Oh, bin ich dämlich. Okay. Jetzt habe ich Agrarmedikamente gekauft. Boah, ist echt dämlich, Kollege. Das wäre jetzt echt nicht so klug, Robin. Ich verkaufe die direkt hier wieder. Das macht zwar irgendwie 300 Credits Verlust, aber das ist mir dann egal. Ja, und warum vertickst du die nicht einfach woanders? Das ist, weil ich... Nö. Weil die gehen doch woanders. Das ist ja voll kompliziert. Mach das nicht so kompliziert. Ach so, einfach woanders hinfliegen oder was? Ist voll schwierig, ja? Ja, das ist schon ziemlich hart. So, was kannst du denn hier? Konvoi-Auflösungsmuster. Thread 2. Komm, den mache ich jetzt auch noch. Konvoi-Auflösungsmuster heißt doch, dass da ein Konvoi auch ist, der angegriffen wird, oder? Der angegriffen wird nicht unbedingt. Nee, das heißt erstmal nur, dass da mehrere Schiffe sind. Hm. Ansonsten steht da Waffenfeuer festgestellt. Ja, dann gucken wir vielleicht erstmal. Wir springen mal rein und machen so einen Testschnüffler, machen wir. Wir sind so wie Hunde. Erstmal den Arsch beschnuppern und dann gucken wir, was abgeht. So, ich wäre jetzt ready, zurückzuspringen in unser Heimatsystem. Wie, ich dachte, wir bleiben jetzt hier. Ja, können wir auch. Wo wir jagen, ist mir relativ egal. Ich muss es halt in unserem Heimatsystem abgeben, hier die Medikamente. Aber... Ja, wir können ja hier noch... Warte, ich kann auch nur in dieses eine Ding hier springen, gucken, was abgeht. Von mir aus alles killen, dann können wir zurückspringen. Ja. Weil ich glaube, ich habe Angst zu kämpfen mit Medikamenten im Frachtraum. Nicht, dass ich sterbe und dann ist meine Mission im Arsch. Nee, das ist... Alter, das sind 1, 2, 3 Vulture und eine Python. Ja, läuft doch. Aber die sind alle positiv, okay. Alter, hab ich einen Schwein. Lass mal zurückspringen. Ja, hab ich nichts gegen. Ich glaube, dagegen also, hätte ich ganz schnell ganz alt ausgesehen. 397. Ich setze eine Route. Nein. Ich habe eine Route gesetzt, wenn du dich an mich dranhängen möchtest, könntest du das gerne tun. Ja. Nuffling aktivieren, alles klar. Ich muss aber dafür erstmal den... Puh! So, jetzt habe ich mich ausgerichtet und könnte losspringen. Sag Bescheid, wenn du wieder benutzbar bist. Ja, ich habe gerade ein bisschen... Wo bist du? Wo bin ich? Was ich mittlerweile schon alles im Frachtraum habe, ne? Ich habe hier... auf dem Planeten ein bisschen rumgeraged und alles eingesammelt, was da so rumlag. Ich habe Moissanit, ich habe 2 Tonnen Kaffee, 4 Tonnen Kobalt, ein Palladium, ein Gallium, ein Jadeit, magnetische Emitterspulen, keine Ahnung, was das ist, Isoliermembrane, 2, ein Bertrandit, 5 Uraninit, ein Resonanzabgrenzer, 2 besetzte Rettungskapseln, die habe ich jetzt irgendwie schon 3 Tage da hinten drin. Engage. Oh. Ja, die sind ja entweder schon verhungert oder haben sie irgendwie erstickt oder so, keine Ahnung.
Ach, da gibt's bestimmt Lebenserhaltung oder so in so einer Refugee-Kapsel. Ich denk mal schon, das wird schon passen. Hast du Löcher in die Plastikdinger gekloppt, wenn ich hier Luft bekomme? Ich warte halt noch auf eine Mission, wo ich die abgeben kann. Guck mal, so einer ist der. Ja, der lässt sich einfach so lange vergammeln, bis du Profit raushaust. Ich bin gerade falsch gesprungen, Robin. Du kannst dich schon mal auf die Socken machen. Du bist falsch gesprungen? Ja, ich wollte eigentlich nur springen, aber ich habe das System gewechselt. Ja, siehst du, dafür habe ich jetzt zwei Knöpfe, damit mir das nicht mehr passiert. Wolf 3797, ne? Nee. Wolf 359, glaube ich. Also ich bin jetzt in 89 Leones. Wolf 359 ist verkehrt. Wolf 359 ist verkehrt? Ja. Warum? Weil es verkehrt ist, Mann. Wolf 397 ist richtig. Ach so, drei. Ja, komm, also. Ich hatte zwei Zahlen richtig. Was denn? Ja, 3 und 9. Echt? 9 hast du auch gesagt? Okay, da will ich nichts gesagt haben. Dann bist du der König des Navigationssystems. Ohne dich wären wir verloren, Robin. Ja, ja. Ach nee, 3 und 7. Ich habe 3 und 7 gesagt. So, das war 3, 9 und 7. So. Ja, 3 und 7 hatte ich richtig. Ja, so wichtig sind die Zahlen ja auch nicht. Nee, das ist aber die Telefonnummer auch noch. Ist ja, mein Gott, scheiß mal auf die Zahlen. Einfach irgendwelche Tasten drücken. Mit der Faust einfach aus Numpad hauen. So, ich bin jetzt da. Ja, ich auch. Quasi. Hinter dir. Oh. Was denn? Mission aktualisiert. Was wollen die denn jetzt von mir? Kommandant Selector, wir benötigen die Waren früher als geplant, in 51 Minuten, dann kriege ich 25.000 Credits extra. Ja, ist so easy. Ja. 9 Minuten geht die Folge noch, danach kannst du dich daran widmen. Ja, bist du mittlerweile auch im System? Ich, der zählt gerade runter. Ja, weißt du was, bis du hier bist, habe ich das abgegeben. Das geht ganz schnell. Bin jetzt da. Ich bin fast am Dings. Robin, ich bin da. Bis dahin bist du nicht angedockt. Meinst du nicht? Nee, weil ich jetzt da bin. Ich dock schneller als dein Schatten. Ich bin da, Robin. Ja, ich auch. Fast. Nein, im Ernst, ich muss diese Medikamente loswerden. Wenn ich im Kampf zerstört werde, dann sind zwei du Missionen. Du wirst im Kampf Kohle nicht war. Zerstört. Robin, ohne ja, das sagst du jetzt. Such uns schon mal eine schöne Dings. Ich komme sofort nach. Quietsch. Ich sehe schon eine. In der Nähe von Craggle Zone. Ist eine unidentifizierte. Fliege ich gerade dran vorbei. Schön. Sie hätten so ein schönes Teamplay haben können. Ja, aber Robin, der Einzelgänger, der ist natürlich hier. Nein. Ich bin sofort bereit. Der Junge denkt nur an Profit. Dem ist alles, sogar dass wir Familie sind, ist dem egal. Der denkt nur ans Geld. Das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Ich liefere Medikamente, ja. Das hat sehr wohl was mit einem Big Tasty zu tun. Lück mich nicht an, Kollege. Ich liefere Medikamente an arme Leute, die Medikamente brauchen. Waffenfeuer festgestellt. So, siehst du, Fred 2, ich hätte jetzt seine Hilfe gebraucht. Ja, und wo bist du? Du fährst dich zu Schrott, indem du gegen die Basis ballerst. Ich bin eventuell ein bisschen knapp reingekommen. Ich gehe jetzt drauf. So, Freunde, also 11 Millionen kostet die Versicherung für mein Schiff. Also, wenn... Robin ist schuld. Du gehst jetzt drauf. Ja, ich bin jetzt hier. Ich enter gerade Thread 2, Waffenfeuer festgestellt. Oh, Thread 2 ist schon heftig. Sagst du, sollte ich tun oder soll ich nicht tun? Mach, schaffst du. Du bist gut. Du bist besser als ich, das haben wir bei CQC gesehen. Ja, du hast vollkommen recht. Also, wenn ich Schwierigkeiten mit Thread 2 hatte, dann wird das für dich wahrscheinlich noch locker easy gehen. Naja, kommt drauf an, wenn das eine Python und drei Vulture sind, dann ist das schon eine Hausnummer. Aber wenn Waffenfeuer festgestellt wird, dann sind da noch andere Schiffe, ne? Naja, auf irgendwen muss man ja schießen, ne? Ja, deswegen. Ich hoffe also auf einen Verbündeten. Außer die Piraten latzen sich gegenseitig um, das kann natürlich auch passieren. Ja, und wenn, dann snack ich einfach ab. Oh, exakt auf 20, alter Schwede. So knapp hat das noch keiner geschafft. Rauszuspringen. Ich hab's auf Video. Leck mir die Nudel. Ich bin da und keiner ist da. Also ich bin echt... Die Party ist vorbei, Robin. Die Knaller sind weg. Die hatten Angst vor dir.
Oder sie haben sich tatsächlich schon alle gegenseitig vernichtet. Hier ist nichts los, ohne Scheiß. Ich tanze hier gerade alleine. Quietsch. Quietsch, quietsch. Verbindungsfehler! Deine Mutter! Alter! Was hast du denn gerade im What Moment? What the fuck? Ey, sägen die bei meiner Nachbarin in die Internetkabel rein oder was? Keine Ahnung. Wir bauen eine neue Treppe. Da brauchst du schon ein schönes, tiefes Fundament, damit da keiner runterfällt. Ne? Oh, ich habe auch einen Verbindungsfehler. Cool. Ey, oh, der Scheiß. Ey, die haben meine Leitung auch erwischt. Sag dem mal, die sollen den Scheiß lassen. Alter, was geht denn jetzt ab? Ja, das Internet wurde gelöscht, Freunde. Es ist soweit. Ja, die ziehen da am falschen Kabel. Wahrscheinlich haben die da gerade unten das Transatlantikkabel an Bord oder so. Ja, ohne Scheiß. Was soll das denn? Du willst in Ruhe aufnehmen? Weißt du, wir sind auch nur ganz normale Bürger, die arbeiten. Du willst hier aufnehmen? Und schon sowas hier. Ist ja wie hier bei einem konkurrierenden Taxiunternehmen, dass sie irgendwie die Reifen zerstochen werden. Was? Sowas gibt's? Ja, hier nicht, aber irgendwo bestimmt. Okay. Ja, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, irgendwo auf der Welt kackt genau jetzt in diesem Moment ein Hund in den Garten. Ja. Also. Boah, Alter. Was denn? Ich bin jetzt schon so mit Jacob Mosley, ja. So. Nichts bist du, also ich sehe dich nicht, was du da sagst. Ich mach grad hier, ich kringel mir grad die Finger, du weißt schon. Seht ihr sogar, Robin gibt dir Medikamente und die bringen nichts entgegen. Der ist nichts für die. Ein Nichts. Wohl, ich hab grad fast 200.000 gekriegt dafür. Du hast so gesagt und so hab ich nichts gesehen. Ja, so guckst du auch verkehrt. Ach so. Soll ich guck mal hier, Reputation Change, so. Sie wurden jetzt auf akzeptiert verbessert. Wow. Ich bin jetzt ein akzeptiertes Mitglied der demokratischen Gesellschaft, ja. Komm hier, Konvoiauflösung, Thread 4, ich brauch dich, ab geht's. Ja, Thread 4, klar, mach mal. Der ohne Spaß auf der Party wird auch öfter wieder alleine getanzt. Was? Ach nichts, da ist gerade fast ein Hauler in mich reingekachelt, weil der irgendwie nicht geguckt hat, bevor der durch die Dings geflogen ist. Spieler oder NPC? NPC. Ja gut, aber ich glaube, der Hauler hätte gegen dich keine Schnitte. Du würdest ihn einfach so zermatschen. Der hätte wahrscheinlich einfach plöpp gemacht. Ja. So wie die Sidewinder, die letztes an meinem Triebwerk angekratzt ist, irgendwie. Wie so eine Fliege an der Windschutzscheibe wird dann das sein. Das dann auch einfach plöpp gemacht und dann hatte ich 400 Credits Strafe. Nein. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gegen irgendwas gegengeflogen bin. Ja. Ey Leute, die Folge hat's wieder richtig gerissen, ey, ohne Scheiß. Ein Gegner abgehauen, wo fliegst denn du hin? Ich weiß nicht, wo du bist, ich seh dich nicht. Ich seh dich unten links, du siehst mir auf der Map. Da, jetzt hab ich dich, ich bin hinter dir. So, ich hab eine unidentifizierte Signalquelle gefunden. Das ist schon wieder so eine Folge, eine richtig für Nüsse. Zwei Abstürze, Fred 1, so, Waffenfeuer festgestellt. Ich hab mich an dich drangehängt, wenn du rausspringst, bin ich dabei. Okay, du bist vor mir. Ja, ich dreh grad um, warte. Der eine Gegner ist geflüchtet. Ja. Die anderen sind gar nicht zum Kampf aufgetaucht. Die waren irgendwie weg. Keine Ahnung. Das ist halt so hardcore. Ja. Da traut sich keiner ran. Zartbitter bin ich. Ich weiß nicht, ob ich die Hochzeit überstehe. Oha. Jetzt schon im Suff. So, bist du bereit rauszuspringen? Ich bin draußen. Teilausfall festgestellt, ich bin draußen. Waffen ausgefahren, Systeme verteilt. Keine Gegner in Sicht. Doch, da, drei Stück. Oder? Okay, oh, das sind aber doch ein paar mehr. Das ist nur ein, ach so, das ist so ein Ding. Das ist eine Sidewinder. Kann die was? Nö. Wer greift denn hier an? Sag mal. Gesucht, hier, die Viper. Die Viper ist böse. Was, Viper, wie viel was für gibt eine Viper? Shatmog. 8000 Uhr. Ja gut, Leute, ein Gefecht seht ihr dann noch. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Feuer. Ich suche noch das Kraftwerk.
Wie du so. Feuer. So. So, jetzt habe ich gefunden. Oh, nicht auf Robin schießen. Ja, komm, dann hauen wir es auch nochmal drauf. Machen wir das. Bam, 4400. Oh, da scannt mich einer. Aufprall. Da scannt mich einer und fährt die Waffen aus. Der hat die Waffen ausgefahren, das ist ein Asp-Scout. Genau der. Kartell auf Wolf 397. Ja, ist feindlich, also gib ihm. 22k. Target Shields offline. Ja, komm her, Kollege. Los. Boah, Leute, im Doppelpack hier. Ihr seht zwar gerade nichts, weil ich am Drehen bin, aber es ist egal. Under Attack. Ach, Under Attack. Kanonen, volles Rohr. Jawoll. Feuerwerk. 11.000 für jeden. Habt ihr leider nicht viel von gesehen, weil ich die meiste am Drehen war, aber egal. Ja, steht ja oben links. Ich kann jetzt ja mal meine Drohnen losschicken, ne? Ach ja, das kannst du natürlich. Cargo Scoop deployed. Habe ich die überhaupt belegt? Nö. Doch. Nee. Alles klar. Ja, ich fange dann auch schon mal an, Sachen aufzulutschen. Aber manuell. Was haben wir denn hier? Gebrauchte Schildemitter. Ja, ne? Programming Limpet Drone. Cargo Scoop retracted. So, naja gut. Cargo Scoop deployed. Ich bedanke mich dann recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und für diese letzte Folge in Anführungszeichen von Scrap Mechanic. Wir hoffen, es euch hat diese Ersatzfolge gefallen. Hallo? Programming Limpet Drone. Ich hoffe, euch hat diese Ersatzfolge gefallen. Wir verabschieden uns von euch und sagen bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.